Hallo und herzlich willkommen zum Event Edelsteine der Überlieferung. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Schaut bei euren Gilden als Tipp Nummer 1 mal in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Token des Sandes und aus drei Token des Sandes bekommt ihr ein Abzeichen und aus drei Abzeichen bekommt ihr ein Orden des Sandes und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe in dem Event sehr. Ich habe aktuell drei Siegel übrig, das heißt, ich zeige euch das Team in drei Kämpfen, damit ihr auch seht, wie schnell das Team funktioniert und ich fange bei dem großen Wurm Level 82 an. Und hier ist mein Team. Als Klasse habe ich den Bogenschützen. Den Bogenschützen habe ich vor allen Dingen wegen der Eigenschaft bei Level 20 drinne, Aura der Natur. Erschaffe zu Beginn des Kampfes einen Blättersturm. Schön ist auch bei Stufe 10 die Wurzelfalle. Denn da fesselt man zu Beginn des Kampfes einen Gegner, das heißt, er kann dann keinen Schädelschaden machen. Als Banner habe ich das Dreizack-Banner, da wir vor allen Dingen Blau und Grün brauchen und wir haben kein Gelb im Team. Und hier ist mein Team, es besteht aus folgenden Einheiten. An Position 1 habe ich meine Helden, den Dolch des Sandes. Er entfernt alle gelben Edelsteine und dann fügt er einem Feind 43 Schaden zu. Verstärkt durch die entfernten Edelsteine. Den Helden habe ich diesmal bloß als Puffer im Team, falls doch mal Schädelschaden kommen sollten, damit unsere zwei Hauptschadensmacher nicht so viel Schaden bekommen und durch das Entfernen aller gelben Edelsteine besteht dann eine größere Chance auf dem Board, dass man da grün oder blau kombinieren kann, weil da halt eine Farbe fehlt. An zweiter und dritter Position habe ich die Königin Beatrix. Die Königin Beatrix erschafft 9 grüne und braune Edelsteine. Und dann verursacht sie 114 wahren Streuschaden, das heißt, sie ignoriert die Rüstung des Gegners und geht direkt auf das Leben der Gegner. Außerdem besteht eine 40%ige Chance, dass sie einen Extrazug bekommt und nochmal eine 40%ige Chance, dass sie die Hälfte ihres Manas zurückbekommt. Schön ist auch die dritte Eigenschaft, Gelee Royal, da reinigt sie alle Verbündeten bei 4er oder mehr Kombination, das heißt, habt ihr einen negativen Statuseffekt wie gefroren oder ihr seid gefesselt, wird er dadurch auch entfernt. An der letzten Position habe ich den wütenden Propheten. Den wütenden Propheten habe ich drinne, weil er alle Verbündeten mit 23 Mana versorgt und 5 Magie. Er kann allerdings nur einmal gezaubert werden, das heißt, er ist im Team, falls dann doch mal die Königin Beatrix nicht voll sein sollten, dass man ihn da einmal spielen kann und schon sind alle beiden Einheiten wieder schnell voll. Solltet ihr den Dolch des Sandes nicht haben, so könnt ihr den Dolch des Sandes diese Woche in der Seelenschmiede unter dem Reiter Waffen herstellen, falls ihr folgende Ressourcen haben solltet. Hier ist er. Die Königin Beatrix bekommt ihr in der Unterwelt der tiefe Bienenstock. Da einfach hingehen und einige Portale öffnen und mit viel Glück ist sie dann relativ schnell mit dabei. Wie gesagt, drei Siegel habe ich aktuell übrig und ich spiele das Team jetzt gegen den großen Wurm Level 82 und zeige euch, wie das Team genau funktioniert. Wir versuchen auf alle Fälle als erstes immer die Königin Beatrix voll zu bekommen. Sollte das nicht möglich sein, versuchen wir dann den Propheten schon mit Lila voll zu bekommen, beziehungsweise wie jetzt hier nehmen wir natürlich den Schädel. Das heißt, immer schön grün oder blau kombinieren. Ist eine Beatrix voll, zünden wir sie. Und jetzt können wir den Dolch spielen, damit wir die gelben Edelsteine entfernen und hoffen, dass wir dadurch halt gute Kombinationen mit grün und blau bekommen. Ist die andere Beatrix voll, spielen wir sie natürlich auch. Und schon ist die zweite Beatrix auch wieder voll und da würden wir jetzt im nachfolgenden die auch wieder spielen, also immer schön die Beatrix spielen, aufladen. Und jetzt mal im Schnelldurchlauf. Immer nach grün oder nach blau schauen. Und fertig. Und noch der letzte Kampf. Also ihr seht, das Team funktioniert wunderbar. Man hat keine Probleme.
Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.